Guten Morgen. Ich möchte wie immer wiederholen. Wir haben uns das letzte Mal mit der Grenzflächenspannung beschäftigt und uns klar gemacht, dass ein Molekül im Innern einer Phase Nachbarn in aller Richtungen hat. Es erfährt ein isotropes Kraftfeld. In allen Richtungen gleich. Es hat Nachbarn. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Molekülen, die in einer Grenzschicht sitzen. Dieses Molekül hier hat seitlich Nachbarn, nach unten Nachbarn, wo oben fehlt einer. Das ist der wesentliche Ursache, die molekulare Ursache für die Grenzflächenspannung liegt darin, dass die Koordinationszahl in der Grenzschicht unterschiedlich ist zu der Koordinationszahl im Volumen. Also typischerweise 5, 6, wichtiger 9, 12. Das Ergebnis ist, mein System versucht, die Grenzfläche zu minimieren. Und das gibt eben, ist die Ursache für die Grenzflächenspannung. Die thermodynamisch definiert war als die Ableitung der Gibbs-Energie nach der Oberfläche bei konstantem Druck und Temperatur. Das ist die exakte Definition. Wie ändert sich die Gibbs-Energie, wenn ich die Oberfläche vergrößere? Und das konnte man auch annähern und abschätzen, als welche Energie brauche ich, um die Oberfläche zu vergrößern. Und wir hatten uns überlegt, auch in einem Übungsblatt, welche Energie muss ich aufwenden, wenn ich dieses Molekül aus dem Innern der Phase an die Grenzschicht ranbringe. Die Grenzfläche wird dabei um A größer. A ist die Fläche pro Molekül. Und ich muss eine Energie aufwenden. Also das ist hier unten die Fläche pro Molekül. Und die Energie, die ich aufwenden muss, ist nichts weiter als Z-Volumen minus Z-Grenz mal WAA halbe. Und WAA halbe war die Paarwechselwirkungsenergie, die auch Gegenstand vom Übungsblatt war und die man aus der Verdampfungsenthalpie gut abschätzen kann. Wir haben dann Messmethoden kennengelernt. Da gab es zwei wichtige. Nummer eins war die Ringmethode. Bei der Ringmethode haben Sie hier Ihre Oberfläche und Sie tauchen einen Ring ein und Sie ziehen an diesem Ring. Und Sie messen die Kraft, mit der Sie ziehen müssen. Das ist klar, das wird sich dann so ein Meniskus einstellen. Und der Meniskus wird sich weiter verändern. Und im Maximum der Kraft ist der Meniskus eigentlich gut annäherbar durch einen Zylindermantel. Und dadurch wird die Rechnung auch einfacher. Und das heißt, F gegen H sieht etwa so aus. Und das ist die Maximal. Hier ist F Max. Und danach reißt es irgendwo. Das ist eine sehr etablierte Methode, um Grenzflächen zu messen. Eine andere sehr etablierte Methode sind Tropfenformanalysen. Die Form eines Tropfens ist gegeben durch die Grenzflächenspannung und die Gravitation. Die Grenzflächenspannung versucht, den Tropfen möglichst die Oberfläche zu minimieren, favorisiert die Kugel. Die Gravitation zieht an dem Tropfen. Wenn Sie ein Foto aufnehmen, Konturerkennung machen und zu einer Gleichung finden, die wir hier nicht besprechen werden, die Young-Gleichung, dann erhalten Sie daraus auch die Grenzflächenspannung.
Dieses Verfahren ist insbesondere wichtig für Messungen an Ölwassergrenzfläche. Stellen Sie vor, es ist sehr einfach, hier diesen Tropfen Wasser in ein Ölbad reinzuhauen und zu messen oder umgekehrt. Ja? Grenzflächenspannungen zwischen zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten zu messen, mit der Methode ist schwieriger. Also insbesondere um Ölwasser-Grenzflächen zu messen, ist das die Methode der Wahl. Ich glaube, das war die Ringmethode. Das ist die Tropfenformanalyse. Hier sehen Sie einen Tropfen, die Kontur wird erkannt, ausgewertet, automatisch gefittet und Sie haben das. Wir haben dann zwei weitere Dinge besprochen. Nummer eins war Keimbildung und Wachstum. Das geht so los auf diesem Phasendiagramm, was wir schon so häufig bemüht haben. Fest, flüssig, Gas. Und so ein Phasendiagramm gibt nur an, welche Phasen liegen im thermodynamischen Gleichgewicht vor. Es sagt nichts darüber aus, wie ob es eventuell Hürden gibt, das Gleichgewicht einzustellen. Sie lesen hier ab, im Gleichgewicht liegt bei diesem Druck und dieser Temperatur der Stoff gasförmig vor. Bei diesem Druck und dieser Temperatur liegt der Stoff flüssig vor. Bei diesem Druck und Temperatur koexistieren die beiden. Und die Gibbs-Energie hat einen Plot geliefert, den wir auch häufig besprochen haben, μ gegen T. Und den sollten Sie verinnerlicht haben mittlerweile. Das chemische Potential in der festen Phase kann durch eine Gerade approximiert werden und fällt, die Steigung ist minus S. In der flüssigen Phase ist die Steigung etwas verändert. Die Steigung ist nämlich die molare Entropie. Das Negative davon. In der Gasphase ist es noch größer. Das heißt, dieser Punkt hier wäre die Phasenkoexistenzbeziehung. Das chemische Potential des Stoffes in der flüssigen Phase entspricht das chemische Potential des Stoffes in der festen Phase, Schmelzpunkt und analoges für den Siedepunkt. Das ist also der Punkt, wo ich Phasenkoexistenz habe. Hier sollte sich der Stoff in die andere Phase umwandeln. Hier können beide Phasen nebeneinander im Gleichgewicht vorliegen. Dieser Bereich hier wäre der Bereich der unterkühlten Flüssigkeit. Der Stoff flüssig wird weitergekühlt, er bleibt flüssig und irgendwann wird er sich schlagartig die feste Phase ausbilden. Und damit die Gibbs-Energie erniedrigen. Auch dieser Bereich hier wäre eine überhitzte Flüssigkeit. Die Flüssigkeit liegt als Flüssigkeit vor, sie sollte aber in die Gasphase gehen. Und der Übergang passiert mitunter schlagartig und das wäre der Siedeverzug. Wir haben weiter nachgedacht, wie passiert es eigentlich, der Prozess? Wie ist das molekulare Bild? Wie entsteht eine neue Phase? Und haben gesagt, die flüssige Phase, da wabern die Teilchen umher. Die mittlere kinetische Energie ist durch die Temperatur gegeben. Das einzelne Teilchen ist nicht ortsfest, sondern bewegt sich. Erniedrigen Sie die Temperatur, wird auch die Bewegung der Teilchen langsamer. Kinetische Energie fällt. Und irgendwann ist die Temperatur in Bereichen, wo eigentlich die neue Phase ausgebildet wird. Das erfordert aber eine Reorganisation. In der flüssigen Phase gibt es ein bisschen Nahordnung. Wenn ein Kristall entstehen soll, dann muss jetzt irgendwie zufällig eine Anordnung entstehen, die den Kristall widerspiegelt. Und
Und diese Anordnung wird nicht sehr groß sein. Der Keim wird klein sein, der entsteht. Und wir haben dann analysiert, Delta G. Und Delta G war G mit Keim minus G ohne Keim. Die Terme sind nicht schwer hinzuschreiben. G mit Keim. Ich habe also N fest. N Mol liegen als Keim vor. N fest. Mal μ fest. Wir reden von reinen Phasen, geben wir denen den Sternchen, den wir brauchen werden in dem Semester. Plus Gamma mal A. Der Keim hat eine gewisse Oberfläche. Und das ist der Grenzflächenbeitrag zur Gibbs-Energie. Minus G ohne Keim, das heißt, dieser Keim existiert nicht und stattdessen liegt N fest jetzt in der flüssigen Phase vor. Das heißt, dieses N fest liegt jetzt μ flüssig vor und damit sind wir angekommen bei einem Ausdruck, der aus zwei Termen bestand. Wir klammerten N fest aus und hatten dann da stehen μ fest minus μ flüssig plus Gamma mal A. Wichtig ist jetzt an der Stelle die Vorzeichen der beiden Terme zu analysieren. Wir sind in dem Bereich, wo eine unterkühlte Flüssigkeit vorliegt. Der Stoff sollte eigentlich auskristallisieren, fest vorliegen. Das heißt, μ flüssig ist größer als μ fest. Das heißt, das Vorzeichen hier ist negativ, das Vorzeichen hier ist positiv. Der nächste Schritt, den wir gemacht haben, wir haben diese beiden Terme ausgedrückt durch den Radius des Keims unter der Annahme, der wäre kugelförmig, um ein Skalenverhalten abschätzen zu können. Und da haben wir gesehen, N fest konnte man ersetzen durch Masse, durch Molmasse, die Masse durch Rho mal Volumen. Das Volumen einer Kugel ist 4 Pi R hoch 3. Also dieser Term skaliert mit R hoch 3. Und es ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Das ist R hoch 3. Der andere Term skaliert mit der Oberfläche. Die Oberfläche einer Kugel geht mit 4 Pi R Quadrat. Dieser Term ist also R Quadrat. Für kleine Radien überwiegt der Oberflächenterm. R Quadrat ist größer als R hoch 3, wenn die Radien klein sind. Das heißt, wir haben einen Verlauf, der sich am Anfang an die Kurve R Quadrat anschmiegen wird. Für große Radien ist R hoch 3 der dominante Term. Das Verhalten, die Gesamtfunktion Delta G ist durch diesen Ausdruck gegeben. Und damit sehen wir auch, was Keimbildung und Wachstum ausmacht. Wenn durch Fluktuationen in meinem System ein Keim entsteht, der diesen Radius hat, wird der Keim sich wieder auflösen. Der Keim verändert sich. Hier ist ein Keim entstanden. Der kann sich ändern, weil Teilchen weggehen. Der Keim schrumpft. G fällt vorteilhaft. Oder kann weitere Teilchen kristallisieren an. G wächst nicht vorteilhaft. Ich habe hier eine Barriere. Und diese Barriere ist beim kritischen Radius aufgehoben. Keime, die diese Größe haben, die können weiter wachsen.
Und das war eigentlich das Geheimnis auch von diesen Wärmepads, die Sie jetzt in Drogeriemärkten kaufen können. Sie haben hier drin eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit sollte bei Raumtemperatur eigentlich in der festen Phase vorliegen. Aber sie macht es offensichtlich nicht, weil die Keime, die durch Fluktuation entstehen, wieder zerfallen. Erst wenn sie es schaffen, einen kritischen Keim in die Lösung einzubringen, zum Beispiel durch das Knicken dieses Metallplättchen, wenn Keime da drin vorliegen, die diesen Radius überschreiten, dann kristallisiert die ganze Lösung aus. Und ich habe nur noch Feststoff vorliegen und die Kristallisationswärme wird frei und kann als Handwärmer vernutzt werden. Das ist dieses hier. Gut, das Letzte, was wir noch beschrieben hatten, war auch etwas, was eigentlich eine schwierige Fragestellung war. Wann spreitet eine Flüssigkeit auf einer anderen Flüssigkeit, wenn beide Flüssigkeiten nicht mischbar sind? Ein Tropfen Olivenöl aufs Wasser, der könnte eine Linse bilden, er könnte spreiten. Und wir haben das verpackt bei diesem Modetrend mit diesen marmorierten Fingernägeln, wo dann der Hilferuf kam, warum spreitet dieser Nagellack nicht an der Wasserluftgrenzfläche? Und die Antwort war sehr einfach. Elegant, müssen Sie zugeben, die Antwort liegt in der Gipsenergie. Sie sagen, wenn der Tropfen spreitet, verschwindet die Wasser-Luft-Grenzfläche. Minus. Und zwei neue Grenzflächen werden erzeugt. Öl-Wasser-Grenzfläche, Öl-Luft-Grenzfläche. Und wenn die Summe dieser Messgrößen Minus ergibt, negativ ist, fällt die Gipsenergie mit dem Spreiten. Und wir haben einen spreitenden Film. Wenn die positiv ist, spreitet er nicht und der Film liegt halt als Linse vor. Das ist das ganze Geheimnis von diesem Spreiten. Und dann war auch klar, was der Fehler dann war. Offensichtlich wurde das Schälchen nicht gut ausgespült und es waren noch Surfaktantreste drin. Wenn Surfaktantreste drin sind, dann ist halt die Grenzflächenspannung zu niedrig und dieser Term reicht nicht mehr aus. Gamma-Wasser-Luft ist 72 Millinewton pro Meter. Wenn Tensid vorhanden ist, dann ist es nur noch vielleicht 30, 40, 50 Millinewton pro Meter und es reicht dann nicht mehr aus zum Spreiten. Und die beiden Kolleginnen, die Evi und Lucia, haben das letzte Mal vorgeführt und haben das deutlich gesehen. Man hat in das Schälchen Tenside reingegeben und sah, der Tropfen lag dann als Linse vor. Vorher hat er gespreitet. Auch heute wird es ein Experiment geben und wir haben schon zwei Experimentoren ausgeguckt, die Ihnen was zeigen werden. Ich will nochmal zurückgehen auf diese Phasengleichgewichte. Etwas, was Sie schon häufig jetzt gesehen haben. Eine flüssige Phase und eine Gasphase koexistieren. Wie schreibt man die Gibbs-Energie hin? Langsam langweilig Sie damit, aber Sie schreiben hin, die Gibbs-Energie ist gleich G-Gasphase plus G-Flüssig. Der nächste Schritt war genau in dem Phasengleichgewicht, wir drücken G aus durch dieses chemische Potential. Ist gleich. N flüssig, μ flüssig plus N Gas mal μ Gas. Wir geben denen ein Sternchen, weil bald haben wir es mit Mischphasen zu tun. Das ist G. Und die Gleichgewichtsbedingung war dG bei vorgegebenem Druck und Temperatur strebt ein Minimum an. Und die einzige Art und Weise, wie Sie jetzt in dem Behälter etwas ändern können, Druck und Temperatur wurden vorgegeben durch die Umgebung, ist einfach, dass eben Teilchen von der einen in die andere Phase übergehen. Und das heißt, dG kann ich ausdrücken als μ-Stern flüssig dN flüssig plus μ-Stern
Gas dN Gas. Die nächste wichtige Erkenntnis war die Massenerhaltung. Ich kann die beiden nicht unabhängig voneinander ändern. Sondern es gilt, wenn ich hier was überführe, der eine gibt, der andere nimmt. Wir konnten also sagen, diese Massenerhaltung war, der eine gibt, der andere nimmt. dN flüssig ist gleich dN Gas. Das stimmt so noch nicht. Was fehlt? Ergänzen Sie es. Ist klar, ne? Das ist Minus. Der eine gibt, der andere nimmt. Minus. Und damit haben wir dieses Gleichgewicht auch ausdrücken können durch μ Stern flüssig minus μ Stern Gas. dN flüssig. Und dann haben wir gesagt, Phasengleichgewicht liegt dann und nur dann vor, das chemische Potenzial meines Stoffes, bleiben wir beim Wasser, ich schreibe es nochmal hin, den Stoff, Stern, in der flüssigen Phase, entspricht das chemische Potenzial meines Stoffes Wasser in der Gasphase. Dann ist die Gibbs-Energie 0. Das heißt, wenn ich von hier die Teilchen rüberschiebe, ändert sich die Gibbs-Energie nicht. Beide können koexistieren. So haben wir es abgeleitet im letzten Semester. Wo ist denn da die Grenzfläche? Nimmt nicht die Grenzfläche irgendwo Einfluss drauf? Wann muss ich die berücksichtigen? Den Fragen möchte ich nachgehen. Schreiben wir das doch mal hin. Mit Grenzfläche. Schreiben Sie es doch mal alleine auf. Wie schaut dieser Term aus, wenn ich diese Grenzfläche explizit mit aufschreibe? Sie sind dran. Es sollte eigentlich keine Schwierigkeiten haben. Es ist nichts weiter als der gleiche Ausdruck wie hier oben. Der bleibt gleich. Das waren die beiden Volumenphasen. Und was kommt noch dazu? Plus Gamma mal A. Für dGPT schreiben Sie da den Ausdruck hin, benutzen Sie gleich die Massenerhaltung, also das hier ist offensichtlich benutzbar, was kommt neu dazu? Dieser Term haben wir natürlich wieder da. Wie ist der Term mit der Grenzflächenspannung? Wie lautet der jetzt? Ja. Plus Gamma dA. Sehr gut.
Und jetzt können wir gleich ablesen, wann denn die Grenzfläche eine Rolle spielen wird. Unterscheiden Sie doch mal zwei Systeme. Was passiert jetzt? Ich habe hier die flüssige Phase im Gleichgewicht mit der Gasphase. Ich schiebe Teilchen von der flüssigen Phase in der Gasphase. Ändert sich bei diesem Prozess dA? Nehmen Sie einen anderen Fall an. Ich habe hier kleine Tröpfchen. Wassertröpfchen. Ich schiebe jetzt Flüssigkeit hier rüber. Ändert sich dA? Überlegen Sie das. Diskutieren Sie den Einfluss der Krümmung mit Ihrem Nachbarn. Was ist der Unterschied? Schauen Sie das an. Ich nehme hier und schiebe was hier rüber. Ändert sich dabei A? Nein, genau. Also wenn die Grenzfläche eben ist, stimmt das ganz exakt. Völlig wurscht. Wie ist es aber, wenn das gekrümmte Teilchen? Topf wird kleiner, also hat es einen Einfluss drauf. Also immer dann, wenn Sie Krümmung haben, kleine Teilchen, wird es einen Einfluss nehmen. Super. Also was wir klar sehen, ist die Grenzfläche eben. Bedeutet es, dass sich dA nicht ändert. Wenn ich die Teilchen hier rüber schreibe, die Grenzfläche bleibt gleich. dA ist gleich unverändert. dA ist gleich 0. Das heißt, bei so einer ebenen makroskopischen Grenzfläche nimmt die Grenzfläche keinerlei Einfluss auf das Phasengleichgewicht. Und die Beziehung, die wir hier im letzten Semester abgeleitet haben, gilt auch allgemein, immer. Hier ist das Szenario anders. Ich habe fein vernebeltes Tröpfchen. Wenn ich so ein Tröpfchen habe und schiebe jetzt Teilchen in die Gasphase, dann schrumpft mein Tropfen. dA ist hier ungleich. Und jetzt muss ich die Grenzfläche explizit berücksichtigen. Also das Entscheidende ist, gibt es Krümmung in meinem System? Und dann wird es einen Einfluss nehmen. Beispiel. Flüssige Phase, Gasphase. Die Gasphase hat eine Gasphase Luft. Ich habe hier einen Sättigungsdampfdruck des Wassers. Wenn ich dagegen den Stoff fein verneble, habe ich auch einen Wasserpartialdruck. Und dieser Wasserpartialdruck, P ist jetzt größer als P0. Verändert durch dieses Kleinteilchen. Und das ist auch etwas, was wir ausgenutzt haben in diesem Wassernebelfeuerlöscher, den wir auch in der Übungsgruppe diskutiert haben. Da wird Wasser so fein vernebelt, vielleicht zeige ich nochmal die Bildchen, also wir haben gesehen, dass es dramatische Explosionen gibt, ein Siedeverzug, wenn ich zu brennendem Öl Wasser gebe. Das siedende Öl hat eine Temperatur vielleicht von 300 Grad Celsius. Wasser siedet bei 100 Grad Celsius. Wenn Sie hier Wasser reinkippen, sinkt es zum Boden, ist flüssig, wird aber durch die Hitze schlagartig gasförmig, nimmt viel mehr Volumen an, reißt dann alles nach oben. Geht in die Gasphase, Sie haben viel Oberfläche, es reagiert explosionsartig ab. Das ist der Grund dafür. Und jetzt gibt es auch so Wassernebelfeuerlöscher. Der Trick dieses Feuerlöschers ist, wird nur mit Wasser gelöscht, aber das Wasser ist nicht als Strahl vorliegend, sondern es wird fein vernebelt. Also am Ausgang hier, von dem ist so ein Pulsator mit Piezotechnik, der kleine Mini-Tröpfchen erzeugt. Das Wasser wird also fein vernebelt, kleine Tröpfchen.
Diese Tröpfchen haben große Oberfläche. Ein Effekt ist, der Dampfdruck des Wassers ist viel größer, weil es so vernebelt ist. Und wenn das Wasser in die Gasphase übergeht, Wasserdampf, kühlt es ab. Verdampfungswärme war 40 Kilojoule pro Mol. Es kühlt ab. Das ist das Erste. Und es verdampft sehr effizient. Der Tropfen ist so klein, kommt in Kontakt, verdampft, kühlt ab. Und legt dann auch noch eine Schicht über das Ganze. Diese Schicht ist eben H2O-Dampf. Sauerstoff wird entfernt von der Quelle. Das heißt, mit so einem können Sie sehr effizient löschen. Und hier war so ein Beispiel von einem brennenden Christbaum, der mit 1 Liter Wassernebel effizient gelöscht wird. Und Sie haben danach keinen Schaden durch Wasser in dem Haus oder Wohnung. Also ich habe auch Videoclips eingestellt, mag jetzt nicht zeigen, aber es ist ganz interessant, das mal anzuschauen. Das sind verschiedene Szenarien, die Sie sehen, ja, wie dieser Erfinder dieser Technik das vorstellt, was er damit alles gemacht hat. Und verschiedene Szenarien sind da aufgezeigt, wie man damit löschen kann. Wann muss ich die Grenzfläche berücksichtigen? Hätten Sie eine Idee, wann die Grenzfläche eine Rolle spielen wird? Könnten Sie einen Ordnungsparameter erfinden, der ihn so abschätzen lässt? Ja, bei der Größe im System erwarte ich einen Einfluss der Grenzfläche. Ich gebe Ihnen mal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Also so eine Abschätzung. Keine tolle Rechnung, nur eine Abschätzung. Wann wird die Grenzfläche eine Rolle spielen? Wird die eine Rolle spielen, wenn der Tropfen Millimeter groß ist? Wenn die Tropfen Mikrometer groß sind? 50 Nanometer groß sind. Wenn im Wasser vernebeln lässt, wann wird die Grenzfläche explizit eine größere Rolle spielen? Welchen Parameter würden Sie abschätzen? Das ist die Frage. Herr Schettler, hätten Sie eine Idee? Mittelbereich kommt dann nicht weg. Wenn der Tropfen kleiner wird, habe ich mehr Grenzfläche. Ne? Stimmt. Also, ja, also je kleiner der Tropfen, umso mehr. Jetzt müssen wir fragen, wie klein muss der Tropfen sein, damit wir das machen können. Wie könnte man sowas abschätzen? Die Form ist meist eine Kugel. Je kleiner ist, macht sie Grenzfläche eine Kugel. Das, ja. Da ist eigentlich schon bei ab einem Millimeter wahrscheinlich schon eine perfekte Kugel. Aber die Frage wäre, ich habe Wasserdampf vernebelt. Spielt bei einem Millimeter großen Tropfen die Grenzfläche eine Rolle? Beim Mikrometer? Was würden Sie abschätzen, um das schlüssig zu beantworten? Also eine gute Idee wäre, schätzen Sie doch mal ab, wie viele Teilchen sitzen in der Volumenphase. Und wie viele Teilchen sitzen in der Grenzschicht? Das ist ein guter Parameter. Das Verhältnis wird es bestimmen. Wenn fast alle Teilchen in der Volumenphase sitzen und der Bruchteil, der in der Grenzschicht sitzt, vernachlässigbar ist gegen die anderen, dann wird der Einfluss auch klein sein. Wenn dagegen das signifikant ist, wird es eine Rolle spielen. Wie würde ich das abschätzen? Wir haben also N in der Grenzschicht durch N in der Volumenphase.
Wie viele Teilchen sitzen in der Grenzschicht? Wie viele Teilchen sitzen in der Volumenphase? Das ist ein vernünftiger Ordnungsparameter. Und wir gehen von Tröpfchen mal aus und verändern von den Tröpfchen einfach den Radius, um das abzuschätzen. Wenn ich das mache, erhalte ich das Molekül, wenn es Wasser ist, würde ich dann einfach annähern für so eine. Dann wäre das hier für die Abschätzung völlig ausreichend, meinetwegen ein Würfel mit einer Kantenlänge A. Wenn ich das so mache, dann habe ich die Oberfläche meines Tropfens ist 4πr². Die Fläche eines Moleküls wäre dann a mal a, a². Dieser Term würde mir angeben, wie viele Moleküle sitzen in der Grenzschicht. Ich kenne die Oberfläche des Tropfens, die Fläche eines Moleküls, durcheinander geteilt, gibt mir an, wie viel da drin vorliegen. Wie sieht es in der Volumenphase aus? Ich habe 4π³, r hoch 3. Das ist das Volumen einer Kugel. Wenn ich die teile durch a hoch 3, das Volumen eines Moleküls, dann kriege ich raus, wie viele Moleküle in der Volumenphase sind. Das Ergebnis ist, mit Kehrwert multiplizieren. Was bleibt da übrig? Da geht alles weg, wunderbar. 3a durch r. Also so ein 1 durch r Verhalten ist das Ganze. Je kleiner der Radius, umso signifikanter wird dieses Verhältnis. Und wenn Sie dann Kenndaten einsetzen, der Radius des Tropfens gegen n Grenz zu n Volumen. Ist der Tropfen 1 mm? Dann kommt hier sowas raus wie 10 hoch minus 6. Jedes millionste Teilchen sitzt in der Grenzschicht. Die Konsequenz heißt auch, ich kann die Grenzschicht weitgehend vernachlässigen, weil nicht genug Moleküle da drin sind. Also bei einem Millimeter großen Tropfen erwarte ich keine Grenzflächeneffekte. Wenn der Tropfen dagegen 1 µm ist, dann sind wir schon irgendwo in der Größenordnung von 10 hoch minus 3. Jetzt ist es nicht mehr vernachlässigbar. Jedes tausendste Molekül sitzt schon in der Grenzschicht. Ich muss das Ganze berücksichtigen in G. Wenn ich meinen Tropfen noch kleiner mache, 50 Nanometer, dann ist bereits, habe ich fast nur noch Grenzschicht. Jedes 30. Molekül sitzt in der Grenzschicht. Dann wird das Systemverhalten absolut von der Grenzschicht dominiert. Das ist das Geheimnis. Also es ist oft sinnvoll, so einfache Ordnungsparameter abzuschätzen. Ein Verhältnis, wie viele Teilchen sitzen da drin im Vergleich zur Volumenphase. Ist das Verhältnis so, ja, wird es keine große Rolle spielen. Hier, naja, kann man nicht mehr ignorieren. Hier ist es dominiert. Das ist die Story. Es gibt viele Anwendungen, wo Sie die Grenzflächenspannung einer Flüssigkeit manipulieren möchten. Und das machen Sie mit Molekülen, die amphiphil sind. Diese Moleküle haben zwei unterschiedliche
Strukturelemente. Die haben eine Kopfgruppe, die ist polar oder iodisch und mag Wasser. Und sie haben so eine aliphatische Schwanzgruppe, die mag Wasser nicht. Die mag Ölfasern. Also sagt, diese Gruppe ist jetzt hydrophil, die Kopfgruppe, und die Schwanzgruppe ist hydrophob. Die Kopfgruppe kann polar sein. Also zum Beispiel könnten Sie sagen, gewisse Alkohole haben amphiphile Eigenschaften. Das ist die Hydroxylgruppe, polar. Und jetzt tun wir halt C5 oder sowas ran. Eins, zwei. Dann würde ich erwarten, das hat einen amphiphilen Charakter. Gehen wir noch eins. Andere Beispiel wäre diese Säuregruppe bei den Fettsäuren. Eine Fettsäure. In vielen Waschmitteln finden Sie anionische Tenside, wenn Sie drauf gucken auf Spülmittel. Anionische Tenside heißt, die Kopfgruppe ist negativ geladen. Das erreiche ich zum Beispiel mit Sulfaten. Sowas. Das ist unser Sulfation. Und das mit einer C12-Gruppe ist ein ganz wichtiger und sehr viel eingesetzter Surfactant. Dieser Surfactant ist das Natriumdodecylsulfat oder SDS. Das ist so ein, für Grenzflächenchemiker ein beliebtes Werkzeug, eine wichtige Modellsubstanz. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt über 20.000 Publikationen, wo diese Substanz hergenommen wurde als Modelltensid. Das wäre ein anionisches Tensid. Es gibt auch kationische Tenside. Also Beispiel NH, CH3, CH3. Das wäre hier positiv geladen. Also von dem Ammoniumgruppe ausgehen, positiv geladen, eine H eben ersetzt durch so eine Alkylgruppe und ich habe ein Amphiphil, kationisch. Und Sie sehen, da gibt es eine große Bandbreite. Ich könnte auch Amphiphile aufbauen, die zwei Ketten haben. Also wenn ich von dem hier ausgehe, CH3, CH3, das wäre hier in der Kopfgruppe positiv geladen. Und dazu bräuchte ein Gegenion, zum Beispiel das Bromidion. Das ist auch ein sehr beliebter Surfactant. Sie haben eine Spielwiese da dran. Also wir reden von die Kopfgruppe, wenn geladen ist, ionisch, die kann positiv geladen sein, kationische Amphiphile, negativ geladen sein, anionische Amphiphile. Sie haben eine Spielwiese an möglichen Substanzen. Das kann einkettig sein, zweikettig sein, komplex. Es können mehrere von diesen Gruppen in einem Molekül sein, Bola-Amphiphile. Es gibt also eine breite Spielwiese. Amphiphile sind löslich in Wasser. Das typischerweise eine Kettenlänge vorliegend in den Rezeptoren von C8 bis C14. Also wenn die aliphatische
Kette etwa so zwischen 8 und 14 Einheiten ist, dann sind die in Wasser löslich. Grenzflächenaktive, aber in Wasser lösliche Substanzen. Die sind unlöslich in Wasser. Das sind auch wichtige Moleküle, die in der Zellmembran vorkommen. Das sind häufig sowas von C16 bis C24. Das sind im Wasser unlösliche und auch interessante Systeme. Schauen wir uns so eine Grenzflächenspannungsisotherme mal an. Also was machen wir? Wir haben hier Wasser. In dieses Wasser geben wir eines dieser Amphiphile zu. Das ist löslich in Wasser. Wenn es C12, SDS geben wir zu. Und dieses Amphiphil ist löslich, aber es gibt einen Ort, an den es besonders gut hingeht. Das ist an die Grenzschicht. Das Amphiphil wird sich spontan so organisieren, dass die Kopfgruppen zum Wasser zeigen. Da würden die hingehen. Ionisch, mag Wasser. Und die aliphatischen Gruppen, die würden zur Grenzschicht gehen. Dieser Prozess, der spontan abläuft, ist eine Adsorption, eine Anreichung. Mit D geschrieben, Adsorption ist die Anlagerung, spontane Anlagerung von Molekülen an die Grenzschicht. Und wenn Sie die Konzentration hier erhöhen, dann mag das Ganze hier oben ein bisschen dichter gepackt sein und mehr an die Grenzschicht rangehen. Und das beeinflusst die Grenzflächenspannung. Gamma aufgetragen. Da man hier häufig so Konzentration 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 3 und dergleichen hat, trägt man es gern logarithmisch auf. Log C. Der Wasserwert beträgt 72 Millinewton pro Meter. Die Zugabe von Amphiphilen führt zur Adsorption. Diese Adsorption senkt die Grenzflächenspannung. Die Grenzflächenspannung fällt. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo sich an der Grenzfläche nichts mehr verändert und das Material sich in der Volumenphase organisiert. Die Grenzflächenspannung bleibt unverändert. Und dieser Punkt hier, das ist die CMC, die kritische Mizellenkonzentration. Also ich habe hier mit Zellenbildung und das ist ein spontaner konkurrierender Prozess. Wie sieht so eine Mizelle aus? Wir wollen vorteilhafte Wechselwirkungen haben. Polar zu polar, ionisch zu ionisch. Die aliphatischen Ketten wollen zusammengehen.
So eine Mizelle sieht so aus, von SDS, das ist eine Kugelmizelle. Das heißt, hier habe ich wässriges Medium. Und die amphiphilen Moleküle organisieren sich so, dass die polare die ionische Kopfgruppe zum Wasser zeigt. Und die aliphatischen Schwanzgruppen zeigen ins Innere und packen sich da. So wie ich das gezeichnet habe, ist es korrekter als viele Darstellungen in Büchern, wo das häufig so gemalt wird. Das drückt nämlich aus, dass im Inneren das irgendwo sich knäulen muss. Also es ist nicht eine Alt-Trans-Kette, die so gestreckt ist und alle Alt-Trans-Ketten gehen ineinander rein, sondern das wird einen gewissen Knäulungsgrad in der Mizelle haben. Dieser Prozess passiert spontan, das ist eine Selbstorganisation. Frage an Sie, sind diese Mizellen monodispers oder polydispers? Gibt es einen bestimmten, wenn ich den Radius auftrage von diesem Objekt? Haben wir einen bestimmten definierten Radius oder haben wir eine breite Verteilung? Sie sind dran. Was meinen Sie? Warum? Warum ist die Verteilung sehr eng? Das stimmt, es ist sehr eng, sehr klar definiert. Versuchen Sie mal den Radius größer zu machen. Was wird denn da passieren? Nehmen Sie die Mizelle und packen Sie weitere Amphiphile rein. Was würde entstehen? Ja, der Radius wird größer werden, aber und dann? Was würde innen drin entstehen? Machen Sie es einfach mal auf. Wenn Sie machen das da, jetzt mal eine größere Kugel. So, der Rest wird genauso sein. Jetzt haben wir hier Amphiphile, wir haben reingestopft. Ja. Der Radius wird größer, aber was passiert jetzt im Inneren? Ja, die Ketten gehen nach innen, mal rein. Da ist die Frage, sind die gewachsen, die Ketten bei Ihnen? Hier waren sie es? Nee, sie machen es jetzt länger, aber sind die in Realität länger? Nee, also was entsteht innen drin? Ich mache den Radius größer und innen drin steht ein? Ja, ein Hohlraum. Ist das vorteilhaft? Das Grenzfläche. Genau, das ist es. Haben Sie gelöst. Also Tipp für alle. Wir wollten das analysieren. Ist die polydispers oder monodispers? Überlegen Sie mal, ich habe dieses Objekt, ich habe es skizziert. Hier sind im Moment so 60 Amphiphile so organisiert, dass sie diese Mizelle bilden. Ich möchte den Radius größer machen. Dazu stecke ich weitere Amphiphile in diese Mizelle rein. Der Radius würde größer werden. Was würde aber dabei entstehen? Das ist mein Tipp. Wenn ich den Radius größer mache. Also ein neuer Hohlraum mit Grenzfläche, ist nicht futterhaft. Ne? Und das ist der ganze Punkt. Das ist monodispers allein. Also wenn ich anfange und den Radius größer mache, dann wäre auch klar, ja,
die Amphiphile, das ist immer noch vorteilhafte Wechselwirkung. Die ionischen Kopfgruben sind dicht gepackt am Rand und zeigen zum Wasser. Die Kettenlänge ist aber nicht größer geworden, das heißt, das Ganze knäult sich nach innen rein. Und hier habe ich jetzt eine Grenzfläche entstehen lassen, ein Hohlraum mit Grenzfläche. Das ist nicht vorteilhaft. Erzeugung von Grenzflächen kostet Energie. Das heißt, spontan ist dieses Objekt, hat eine bestimmte Größe, eine sehr enge Verteilung. Weil die Verteilung ist nicht wie hier aufgemalt, sondern ganz eng um diese 60, Aggregatzahl 60, eine enge Verteilung. Also 60 Amphiphile sind in einer Mizelle hier drin und ein paar bisschen Variationsmöglichkeit gibt es, aber es ist ein selbstorganisierender Prozess, der zu einem bestimmten definierten Radius führt. Und der Radius von dem Ganzen ist eigentlich gegeben durch ein wesentliches Molekül und die Länge des Moleküls. Es gibt auch komplexere Aggregate, die entstehen. Da gibt es zum Beispiel die Zylindermizelle. So manche bilden spontan so Würmer aus. Und so ein Wurm sieht vielleicht so aus, so ein Zylinder. Entsteht spontan aus gewissen Amphiphilen. Wie ist der Aufbau? Also hier sind Amphiphile. Ich male mal den Schnitt hier raus. Also ist jetzt hier aufgeschnitten und einfach mal projiziert. Dann sieht das Ganze so aus. Hier habe ich eben Kopfgruppen. Und das sind die aliphatischen Schwänze, die nach innen zeigen. Das ist die Zylindermizelle. Frage an Sie, wäre dieses Objekt monodispers oder polydispers? Ein Radius, viele, eine Länge, viele Längen. Also der Radius ist recht klar vorgegeben, aber die Länge? Wie lange brauchen wir fürs Experiment? 5 Minuten? So. Weniger? Wunderbar. Ja, für mein Timing. Ja. Eine Länge oder viele Längen? Ganz klar, ne? Ich schiebe halt so einen Ring rein und wird es länger. Also ganz schnell beantwortet: guckt sich das Objekt an und sagt, es muss polydispers sein. Weil alles, was ich mache, muss ja nur so einen Ring weiter reinschieben und das Ding wird länger. Und die Wechselwirkung bleibt lokal alles gleiche. Passt. Polydispers. Es gibt auch noch weitere kompliziertere Aggregate, Vesikel und Bischichten, die gebildet werden. Es gibt viele Amphiphile, gerade so zweikettige, aus Gründen, das werde ich gleich erklären, warum das so ist, die so eine Organisation machen. Das heißt, hier ist jetzt Wasser, hier ist Wasser, das Ding müssen Sie sich jetzt ausgedehnt vorstellen. Und die Ketten haben hier Kontakt. Und jetzt kommt wieder so eine Doppelschicht. Also so manch ein Rasiergel, was Sie vielleicht benutzen, hat so einen Aufbau. Da sind
B-Schichten ausgebildet. Und diese B-Schichten können Sie auch manchmal biegen und ein geschlossenes Objekt entstehen lassen. Und das ist das Vesikel. Oder Liposom. Sieht also so aus, dass ein größeres Objekt jetzt, wie eine Zelle, typische Radien hier so von 1 Mikrometer bis 10 Mikrometer. Also makroskopisch ist die Krümmung vernachlässigt. Das makroskopische Objekt, Krümmung ist vernachlässigbar. Und das Ganze ist hier aufgebaut. Aus einer Doppelschicht. Also die Moleküle organisieren sich wie hier, bilden eine Doppelschicht. Die Größe dieser Doppelschicht ist völlig überzogen im Bezug auf die Gesamtgröße. Und das Innere mag Wasser enthalten, außen mag auch Wasser sein und das ist eben hier ein, das Innere und Äußere ist getrennt. Durch diese Membran, durch diese Doppelschicht. Aber wir sehen, dass ganz unterschiedliche Objekte entstehen können. Spontan durch Selbstorganisation. Manche neigen dazu, Kugeln mit Zellen auszubilden. Und die Kugelzelle ist monodispers, ein recht definierter Radius. Manche Amphiphile neigen dazu, solche Würmer auszubilden. Mit unterschiedlichen Längen, aber einen definierten Radius. Manche neigen dazu, Vesikel oder B-Schichten auszubilden. Und es wäre sicherlich ein Maß an Verständnis, was wir erreichen würden, wenn wir einen Zusammenhang herstellen könnten zwischen der Molekülstruktur und dem Aggregat, was gebildet wird. Das will ich mal versuchen. SDS war ein Surfactant, der sehr gerne Kugeln mit Zellen ausbildet. Da hat man diese Dodecylsulfatgruppe, das Natrium-Dodecylsulfat. Also wir haben diese Kopfgruppe und die ist so typischerweise 60 Angström zum Quadrat. Diese aliphatische Gruppe hier hat so eine Querschnittsfläche vielleicht von 19,5 Angström Quadrat. Wenn ich ein einfaches geometrisches Modell für dieses Molekül anbieten wollte, könnte ich sagen, ja, das Molekül könnte ich durch einen Kegel darstellen. Und dieser Kegel ist so aufgebaut, hier unten ist die polare Gruppe. Und hier ist die aliphatische. Und jetzt stellen Sie mal vor, Sie packen solche Kegel. Sie haben einen Kegel und wollen die Wechselwirkung so machen, dass polar zu polar, ionisch zu ionisch, unpolar zu unpolar. Packen Sie Kegel, welches Objekt entsteht spontan?
Was würde denn stehen? Wenn Sie Kegel packen, was würde denn stehen? Ja, ist klar, wenn Sie die Kegel packen, eine Kugel mit Zelle wird entstehen. Das ist ein einfach geometrischer Organismus. Das ist der Strukturparameter, der wesentlich sein wird, ist die Fläche, die eine Kopfgruppe einnimmt und die Fläche, die die aliphatische Schwanzgruppe einnimmt. Und wenn das Verhältnis so ist, dann wird, wenn so ein Verhältnis dieser beiden Flächen von einem Drittel rauskommt, wird die Kugel mit Zelle favorisiert. Andere Amphiphile sind durch ein anderes Objekt darzustellen. Also das macht die Kugel mit Zelle. Es gibt Amphiphile, die sich besser durch ein Kuchenstück annähern. Also wenn Sie die Geometrie anschauen und Details vernachlässigen wollen, sagen, naja, okay, in erster Näherung ist das so ein Kuchenstück. Das ist die blau ist der polare Bereich, weiß hier der unpolare Bereich. Welches Aggregat würden Amphiphile annehmen, die in erster Näherung durch so ein Kuchenstück angenähert werden? Was würde denn stehen, wenn ich Kuchenstücke staple? Du nimmst einfach Kuchen, tschack, tschack, tschack. Was entsteht? Eine Torte. Und noch eine Torte. Und noch eine Torte. Zylinder, ne? Klar? Also eigentlich auch intuitiv klar, wenn ich diese Kuchenstücke aneinander rein, steht ein Segment eines Zylinders. Und dann stapel ich diese Zylinder. Das wird Zylinder mit Zellen machen. Die Anordnung der Schalter ist in jedem Hörsaal anders. Welche Amphiphile werden Bischichten bilden? Es gibt manche Amphiphile, die sich am besten so annähern. Durch ein Stäbchen. Was wird entstehen, wenn ich Stäbchen habe? Wenn Sie Stäbchen anordnen, was werden Sie für eine Struktur entstehen lassen? Ja, Hydrophil zu Hydrophil, Hydrophob zu Hydrophob. Das induziert keine Krümmung, es wird dieses Bischichtsystem entstehen. Also Amphiphile, die sowas annähernd sind, werden genau das ausbilden, Bischichten, Vesikel. Die werden Bischichten oder Vesikel ausbilden. Sie sehen vielleicht auch jetzt den Grund, warum ich hier zwei Ketten hingemalt ist. Weil es sehr typisch ist, wenn ich eben zwei Ketten nehme, dann ist oft das Querschnittsfläche des hydrophoben Teils ungefähr gleich der Querschnittsfläche der Kopfgruppe. Und dann werden Vesikel bevorzugt. Also ein wichtiges Molekül, das sowas ausbildet, sind die Phospholipide. Die bilden auch die Zellmembran aus. Also die Zellmembran ist in ein Element davon, ist diese Organisation von grenzflächenaktiven Molekülen. Und die Struktur können Sie am besten ableiten. Sie kennen alle
Glycerin. Sie wissen auch, was Fette sind. Also hätte ich bei Fetten CH2. Glycerin, wenn ich mit einer Fettsäure verester, dann hätte ich sowas eben. O, C, Doppelbindung O, R. Fettsäurerest. C16, C18, irgend sowas. O, C, Doppelbindung O, R-Strich. Irgendeine andere Fettsäure. Bei Fetten wäre jetzt auch diese Gruppe verestert. Was Sie aber jetzt stattdessen haben, ist hier ein O. Erstmal ich vielleicht auf die andere Seite, H2, um sie ganz zu nerven. O, Phosphat, O, minus, CH2, CH2 und zum Beispiel N, CH3, CH3, CH3. Das ist ein wichtiges Amphiphil, was Zellmembran aufbaut. Also, Grundkörper wie beim Fetten. Ja? Glycerin, verestert, Fettsäuren. Die dritte bauen Sie eine Phosphatgruppe hier an. O vergessen. Phosphatgruppe hier an. Und dann gibt es verschiedene Bereiche. Hier ist Plus und hier ist Minus. Also im Cartoon kann ich das darstellen. Dieses Ding ist sowas wie Plus, Minus, das ist eine geladene Gruppe, Betain. Und hier habe ich die aliphatischen Dinger. Und diese bilden genau Bilayer-Strukturen aus. Was sind typische Anwendungen von diesen Strukturen? Was machen Sie mit Amphiphilen, die mit Zellen bilden? Das sind die klassischen Waschmittel. Was Sie beim Waschmittel machen wollen, Sie wollen ein Öl solubilisieren. Also wenn Sie ein Öl haben, das sei mein Öl, dann kann das Öl eben durch die Amphiphile in Lösung gebracht werden. Also Sie haben Ihre Bratpfanne, Sie schrubben die, nehmen Spülmittel dazu und das Öl wird jetzt solubilisiert und kann ins Wasser abgeführt werden, weil das Tensid sich um das Öl rumlagert. Und ich habe dann diesen Öl ins Wasser gebracht und kann es wegführen. Also alle Amphiphile, die so Kugeln mit Zellen bilden, sind sehr gute Waschmittel. Ist auch ein spannendes Thema eigentlich. Überlegen Sie mal, wie viel Energie Sie einsparen könnten. Wenn Ihnen es gelingen würde, ein Waschmittel zu erfinden, das bei 20 Grad effizient wäscht. Also überlegen Sie mal, wie oft wäscht Ihre Mutter daheim oder Sie jetzt im Studentenwohnheim. Ja? Sie waschen vielleicht bei 40, 60 Grad. Und wie viel Energie Sie brauchen, um das Wasser hochzuheizen. Das ist nicht zu vernachlässigen. Übrigens die ganzen Haushalte, die wir in Deutschland haben oder weltweit haben. Also ganz viel Energie geht rein in die Erhitzung von Wasser für Waschprozesse. Und wenn man das sparen könnte durch Erfindung eines effizienteren Waschmittels, hätte man einen wesentlichen Beitrag geliefert für die Umwelt. Diese Dinger hier sind spannend für Einstellung von Viskositäten. Also gerade diese Würmer, mit denen können Sie die Viskositäten von Lösungen sehr gut einstellen. Und Liposome sind für die Pharmazeuten sehr interessant. Es geht nicht nur darum, einen Wirkstoff zu erfinden, sondern Sie müssen den Wirkstoff auch an die richtige Stelle im Körper bringen. Mitunter gelingt es durch, der Wirkstoff wird eingesperrt in ein Liposom, in ein Vesikel. Und veränderte Bedingungen, pH-Wert oder Ionenkonzentration lässt das Vesikel kaputt werden und den Wirkstoff, der hier drin transportiert wird, freisetzen. Also gerade für Drug Delivery, das Thema, ist das ein wichtiges Element.
Sie können anfangen, das Experiment aufzubauen. Ich wische die Tafel ein bisschen und dann erzähle ich ein bisschen Geschichte, bevor Sie anfangen. Ne? Also am besten da unten, ne, dass wir da runter gehen. Aber dann erzähle ich erstmal die Geschichte dazu, holen Sie, dass Sie in Position kommen. Können das da anmachen. Ne? Wunderbar. Und das da auch. Und dann erzähle ich erstmal Geschichte. Ja, ich kann noch mehr aufmachen. Passt schon, ich denke, das geht gut. Das sieht man wahrscheinlich gut. Okay. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist das Fluchtverhalten des Deinoscoma. Das Deinoscoma ist ein ungewöhnlicher Käfer mit einem sehr ungewöhnlichen Fluchtverhalten. Dieser Käfer hier lebt an Uferrändern. Der ist kein Wasserläufer, der ist nicht sehr schnell, aber er fällt manchmal aufs Wasser und in dem Zustand ist er recht gefährdet und wird oft Fressfeind, er wird oft dann gefährdet durch Fressfeinde wie gewisse Spinnen, Wanzen, andere Wasserläufer, die den gefährden. Die Größe von dem Ding ist sowas von 5 bis 7 mm und er lebt in Nordamerika. Und wenn jetzt so ein Fressfeind kommt, dann muss der relativ schnell abhauen. Ja? Und er wäre aber zu langsam, um das rettende Ufer zu erreichen. Also muss er sich ein anderes Fluchtverhalten ausdenken, um dahin zu kommen. Und das Fluchtverhalten des Deinos ist sehr genial. Was der Kerl macht, der streckt die Füße und bewegt sich gar nicht. Und er richtet sich aus zum rettenden Ufer. Er möchte das Ufer erreichen. Er wäre zu langsam, mit seinen Füßen zu gehen, hat keine Chance gegen diesen Fischer Spider zum Beispiel oder dergleichen. Der ist schneller. Und was er macht, ist, er hat aus gewissen Pyktialdrüsen sendet er grenzflächenaktive Substanzen aus. Was machen diese grenzflächenaktive Substanzen? Machen wir hier eine Barriere mal hin. Wäre eine Barriere und hier grenzflächenaktive Substanzen wären also gewisse Amphiphile. Amphiphile erniedrigen die Grenzflächenspannung. Also hier habe ich jetzt meinetwegen nur 40 mN pro Meter, während ich hier 72 mN pro Meter habe vom reinen Wasser. Was ist das Ergebnis dieses Gradienten? Das Ergebnis dieses Gradienten ist, wow, das würde zur Oberfläche, würde sich in die Richtung bewegen, die Barriere. Und das ist das Ganze, was ihn hier ranschießt, ein Oberflächendruck. Pi ist gleich Gamma H2O minus Gamma H2O mit Tensid. Das ist der Oberflächendruck, der ihn an den Ufer ranbringt. Und um das zu zeigen, habe ich die beiden Kollegen gebeten, das mal vorzuführen an einer Wasseroberfläche. Also was Sie hier sehen, die haben hier eine Wasseroberfläche genommen, ganz normales Wasser. Und um die Oberfläche Ihnen klar zu zeigen, ist da jetzt Staub drauf. Das sind so Bärlappsporen, könnten auch Pfeffer oder sonst was nehmen. Und was Sie jetzt machen, vielleicht ruhig ein bisschen Wasser noch mit dran.
Ja, geht so. Was die jetzt machen, haben so Q-Tips und gehen ganz langsam mit dem Q-Tip zu dem Wasser hin. Und das Q-Tip ist ein bisschen getränkt mit Amphiphilen. Und dann, wenn sie aufsetzen, in dem Augenblick werden sie etwas Spannendes sehen, was der Käfer nutzt. Moment, ich möchte nur das Licht aus mal ein bisschen reduzieren. Das muss aufs Video gut drauf. Teil die Leuchtung. Okay. Oh ja. Und jetzt machen wir das nochmal. Machen wir es nochmal. Also Sie sehen aber in dem Augenblick, wo der Kontakt kommt, geht es zum Rand hin. Ich glaube, ein bisschen viel drauf. Ja, zack, zu dem Rand. Und das ist genau der Antriebsmechanismus, den der Käfer hier nutzt. Ja, er nutzt hier durch die grenzflächenaktiven Substanzen, wird die Grenzflächenspannung erniedrigt und wird dadurch angetrieben und erreicht so das rettende Ufer. Vielen Dank. Ich denke, die beiden haben auch einen Applaus verdient. Mag nicht mehr. Okay. Also das ist der Käfer. Ja? Und den Käfer haben wir uns wirklich auch selber in der Forschung angeguckt und den sogar näher analysiert. Wir haben die Substanz synthetisiert, die da reinkommt und genau untersucht und noch einen interessanten Aspekt gefunden. Der Käfer treibt sich nicht nur durch den Oberflächendruck an, sondern er konvertiert auch noch die Oberfläche in einen grenzflächenviskosen Film. Das konnten wir ermitteln durch ein Verfahren, was wir wesentlich vorangetrieben haben, das Verfahren der oszillierenden Blase. Und Sie kennen einen Übungsgruppenleiter hier, der am Donnerstag auch wieder da sein wird und der hat es im Rahmen seiner Masterarbeit gemacht. Ja, der hat dieses zusammen mit dem Matthias Hoffmann und die haben praktisch diese amphiphile Grenzfläche rheologisch untersucht, hergestellt und dabei festgestellt, dass die eben grenzflächenviskos sind. Das heißt, der Verfolger läuft durch einen Sumpf. Jeder Schritt, den der macht, kostet ihm Energie. Also nicht nur, dass er ihn vorantreibt, sondern auch die Oberfläche ist so verändert, dass jeder Schritt dem Energie kostet. Das Gefühl wäre, sie verfolgen etwas durch einen Sumpf. Ja, das ist also der Käfer. Und so hat man das hier eben gezeigt, wie das Ganze hier geht. Wenn Sie Papers machen, das kann ich selbst nicht so gut, die Daten gut verkaufen. Es ist auch wichtig, dass Sie einen guten Titel erfinden. Und der ist langweilig eigentlich. Das ist zwar richtig, bla bla, aber er ist nicht so, dass er jetzt sagt, da habe ich richtig Lust, das zu lesen. Ja? Und wenn wir das publiziert hatten, gab es auch überraschend viel Feedback von der allgemeinen Presse. Und einen Titel mag ich sehr, den will ich Ihnen nicht vorhalten. Der steht hier aus dem Standard in Wien. Und die schreiben, der Politiker unter den Käfern katapultiert sich selbst nach vorne und sorgt dafür, dass die Gegner im Sumpf versinken. Also das ist auch, wenn Sie diese Fähigkeit haben, dass manche Journalisten haben, einen Titel gut zu verkaufen, die gleiche Story, dann glaube ich, würde das viel besser gelesen werden. Also wenn Sie irgendwo tolle Daten haben, nicht nur irgendwo so, ja, es ist korrekt und so, aber es ist manchmal ganz nett auch so überlegen, ja, wie kann ich das noch besser verkaufen. Ja. Sie wissen vielleicht, dass ich seit einiger Zeit, oder das könnte ich vielleicht sagen, das Foto mag ich sehr, dass wir einen Titel auf dieses Büchlein haben. Wissen Sie, was das ist? Das ist im Prinzip eine Seifenblase, wenn Sie ihn nehmen und frieren die Seifenblase. Dann entstehen hier Kristalle. Ja, und das ist eigentlich wirklich eine fragile Schönheit, finde ich, wenn Sie diese Fotos anschauen von Seifenblasen, die bei tiefen Temperaturen einfach frieren. Da sehen Sie den Kristall. Die Kugel hat etwas sehr, sehr Ästhetisches. Sie wissen vielleicht, dass ich seit so anderthalb Jahren Studiendekan hier bin. Und als solcher bin ich auch mitunter
bei irgendwelchen Schülerveranstaltungen, mache ein bisschen Werbung fürs Chemiestudium. Und ich habe mal einen Schnelltest einfallen lassen, wie ich sagen kann, ob jemand geeignet ist fürs Chemiestudium. Und das geht mit zwei Fragen, mache ich auch mit Ihnen. Ja? Sie nehmen, die Frage Nummer eins wäre etwas Reproduktion aus der Schule. Wann mischen zwei Flüssigkeiten? Da fühlen die sich immer ganz gut und geben auch dann schnell die Antwort. Ich gebe Ihnen aber auch ein bisschen Zeit. Wann würden Sie sagen, wann mischen zwei Flüssigkeiten? Was wäre denn Ihre Antwort? Genau, so würden Sie sagen. Klar, wir würden sowas sagen, Ähnliches löst sich in Ähnlichen, da freuen sie sich immer auch. Und das wissen sie alle, Polar zu Polar, Benzol zu Toluol, Wasser zu wässriger Essigsäurelösung. Das ist klar, da fühlen sie sich ganz gut. Und zum molekulares Bildchen haben sie auch von den Wechselwirkungen. Jetzt mal ist es komplizierter, wo sie die Antwort nicht wissen können. Ich sage jetzt, hier ist ein Objektträger. Okay? Auf diesen Objektträger gebe ich einen Tropfen Wasser. Und einen Tropfen wässrige Essigsäurelösung, die sich im Volumen beliebig mischt. Die Tropfen laufen ineinander. Was passiert? Die Frage gebe ich Ihnen auch. Das sind ja schon bei Grenzflächen angekommen. Machen Sie eine Vorhersage. Was wird passieren? Ein Tropfen Wasser und ein Tropfen wässrige Essigsäurelösung. Das hätte ich auch vorher gesagt. Ne? Die Tropfen werden fusionieren, sind dann noch Grenzflächenspannung, Oberfläche minimieren und alles. Ja, sehr gut. Also der Kollege hat auch exakt das vorhergesagt, was ich auch vorher sagen würde. Meine Erwartung wäre, die Tropfen werden fusionieren. Getrieben von der Grenzflächenspannung. Ich möchte, die beiden Tropfen sind Volumen mischbar, die werden fusionieren. Und dann ist der Test Nummer 2. Ich zeige das. Und Sie sind alle hier richtig, weil das ist die Reaktion, die ich sehen will. Sie wundern sich. Und wenn Sie sich wundern, sind Sie richtig im Chemiestudium. Weil Sie müssen jetzt überlegen, was kann das sein? Die mischen sich nicht. Warum kann das nicht sein? Sie müssen irgendwo das hinterfragen. Irgendein Fragezeichen müssen Sie raushauen. Es sind aber auch manche von Schülern drin, aber es ist auch mir sowas von Wumpe. Zwei Tropfen, die sich mischen. Und das ist halt dann auch wirklich Entscheidung dran. Also es geht mir nicht darum, dass das irgendjemand von denen weiß. Aber es geht mir darum, ob ich irgendwo fasziniert bin. Wie kann das sein? Und der Grund ist natürlich, kennen wir eigentlich auch schon den Grund. Der Grund ist eigentlich, die beiden Flüssigkeiten werden sich nicht so leicht mischen, weil es einen Marangoni-Fluss gibt. Die Essigsäure hat nämlich eine etwas andere Grenzflächenspannung, 50 Millinewton pro Meter, als das Wasser, 72 Millinewton. Ein Gradient in der Grenzflächenspannung bewirkt einen Transport. Und dieser Transport ist genau das, was hier passiert und durch Mischung überlagert ist. Und den Effekt werden Sie nur dann richtig gut beobachten, wenn die Tropfen so sind, dass der Kontaktwinkel sehr flach ist. Wenn der Kontaktwinkel steiler wird, dann fusioniert es so, wie man es erwarten würde. Also wenn ich so einen Tropfen nehme und noch einen Tropfen, fusionieren die. Ich zeige ein anderes Beispiel noch, das Sie vielleicht beobachten oder vielleicht das nächste Mal brauchen. Tears of Wine, wenn Sie einen Portwein trinken, Sherry, bisschen mehr Alkohol, das wäre wichtig daran, und schwenken das Ganze. Dann werden Sie mitunter solche Tropfen sehen, die immer wieder reinlaufen. Ich zeige Ihnen hier meine Aufnahme im Zeitraffer.
Das ist jetzt Zeitraffer. Und sehen hier, bilden sich Tropfen und die laufen wieder runter. Bilden sich Tropfen und laufen runter. Nochmal. Also das ist Zeitraffer. So schnell ist es nicht. Aber wenn Sie beim Glas Wein das nächste Mal sitzen, kaufen Sie einen Portwein oder einen Sherry, dann können Sie es schön beobachten, dass hier das ist. Und der Grund dafür ist auch wieder Marangoni-Fluss. Was ich hier habe, wenn ich den schwenke, habe ich hier eine dünne, wässrige Schicht plus Alkohol. Alkohol verdampft, er ist flüchtiger. Die Grenzflächenspannung hier ändert sich mehr zum Wasserwert, hier im Volumen bleibt es unverändert. Das heißt, die Grenzflächenspannung hier ist 72 Millionen, 50 Millionen und das bewirkt einen Transport. Das ist die treibende Kraft. Ah, zeige ich Ihnen noch ein Benetzungsverhalten, ist auch ganz wichtig, ein Grenzflächenphänomen, wie der Winkel ist. Und was Sie gerne noch haben würden, ist eben, wenn Sie mikrostrukturierte Oberflächen haben, da können Sie auch etwas erreichen, was ich Ihnen auch noch in einem Video zeigen möchte. Dass nämlich bei vielen Pflanzen ein Tropfen überhaupt nicht benetzt wird. Oberflächen, die das zeigen, sind mikrostrukturiert. Die haben Bereiche, die sind hydrophob und hydrophil. Ja? Und Sie sehen, da laufen die Tropfen runter, ohne irgendwo das Blatt zu benetzen. Eine mikrostrukturierte Oberfläche. Und das sieht man auch schön in der Zeitlupenaufnahme, dass hier der Tropfen perlt einfach ab. Der Kontaktwinkel, die Struktur ist so mikrostrukturiert, dass der Kontaktwinkel ja, fast 180 Grad ist. Es benetzt überhaupt nicht. Und der Tropfen rollt runter. Das ist das, was Lotus-Effekt ist. Und ich zeige Ihnen noch einen Käfer, der mich noch fasziniert. Das ist der Stenochora. Dieser Käfer lebt in Wüstenregionen. In einer Wüstenregion, bei der der Niederschlag pro Jahr ein Millimeter etwa ist. Der kann, wo kriegt er seine Feuchtigkeit her? Wo kriegt er sein Wasser zum Trinken her? Und das zeige ich Ihnen ein schönes Filmchen, geklaut vom BBC. Und Sie sehen hier diese Käfer, die in der Wüste am Morgen, wo die Winde kommen, zum Hügel hinaufkrabbeln. In der Luft ist ein bisschen Luftfeuchtigkeit enthalten. Dieser Käfer hat eine mikrostrukturierte Oberfläche. Und diese mikrostrukturierte Oberfläche, der Wind kommt an, das Wasser in dem Wind kondensiert und gibt ihm hier den Tropfen, den er braucht zum Überleben aus einer Region, der überhaupt nichts regnet. Und das heißt, Sie sehen, dass Grenzflächenphysik und Chemie ein wichtiges Phänomen ist, um was manchen in der Natur hilft, zu überleben unter widrigen Bedingungen. Das wäre sicherlich auch ganz interessant für zum Beispiel Pflanzenbewässerung in Regionen wie Israel, wo es kaum Wasser gibt. Dankeschön.